Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Infinite World. Ich bin's, der Black, und ich hab's vielleicht in der letzten Folge gar nicht erwähnt, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube aber schon. Minecraft Enemy und Minecraft Infinite World sind jetzt beide erstmal auf 2 täglich gestellt. Ich werde das versuchen so zu timen, dass beides quasi je an einem Tag kommt. Der Grund ist halt einfach, bei Infinite World, das hatte ich ja schon angekündigt für Andromeda, oder wenn Mass Effect Andromeda ankommt oder anfängt, dass ich dann halt hier umstelle. Ja, gesagt, getan. Bei Enemy ist es dann halt eine andere Geschichte. Da ist ein bisschen, ja, wieder mal eine Unregelmäßigkeit bei Dü gewesen. Und ich habe ja gesagt, beim nächsten Mal, dann stelle ich es halt, ob du willst oder nicht, auf 2-tägig. Ja, jedenfalls war es halt so, dann sind mehrere Folgen bei ihm ausgefallen. Und wenn er nicht hinterherkommt, ja, dann zwinge ich ihn zu seinem Glück. Geht ja nicht anders. Es sollte schon gleichmäßig sein. Es bringt ja nichts, wenn die Leute nicht wissen, wann dein nächstes Video kommt. Kommt ja nicht mal es kommt dann und dann, sondern halt nur so. Ich weiß, klar, ich brauche jetzt nicht drüber reden. Bei mir gab es ja auch ein paar. Was bist du da oben? Bei mir gab es ja auch ein paar Ausfälle von Infinite World, aber zumindest das bei Infinite World habe ich ja von Anfang an angekündigt, dass da durchaus mal was sein kann. So. Auch wenn die eher nicht deswegen waren, weil ich halt so viel zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, sondern eher deswegen, weil ich einfach ja zeitlich. Ja, nicht nur nicht hinterher kam, sondern es halt auch wirklich einfach so war, dass es einfach nicht machbar war, weil wir auch gleichzeitig gedingsbumst haben. So, ansonsten würde ich gerne mit den Bernsteinblöcken gerne mal ein bisschen bauen. Und zwar in der Form, dass ich sage, dass ich hier quasi Wege baue, die Bernsteinblöcke mit einschließen. Hier oben, das ist ein bisschen hochgebaut, das heißt, da müsste ich eigentlich was machen, aber ich glaube, ich lasse hier einfach frei den Weg nach unten und baue hier quasi einen Weg rüber, genau wie hier drüben. Und den Rest verglase ich sozusagen, dass man da halt nicht reinkommt. Aber erst braucht man hier ein bisschen Koppel, glaube ich, denn ich will hier, den Chisel, das ist sehr gut. Chisel. Ja, da komme ich ja nicht ran. Da komme ich nicht ran, aus dem Grund, weil das Ding da oben drüber steht. Dann nehme ich es halt hier raus, ist auch egal. So, im Notfall habe ich ja unten noch welches drin. Nee, das war ein normaler Stein. Ah nee, doch hier. Bruchstein mit Delle oder Tafel, ich weiß gar nicht mehr, welcher war. Wir werden sehen. Das war mit Delle, dann habe ich den richtigen gemacht. Depp. Mach hier quasi erstmal den Deckel zu. Und zwar bis Ende sozusagen Mobfarm. Und dann werden wir hier vorn ein bisschen vergrößern oder verändern, besser gesagt. Sagen wir mal so. Hier den Teil hier werde ich auch noch austauschen, dass also alles normaler Cobblestone ist. Aber nicht jetzt gleich. Das machen wir später. Ansonsten könnte ich vielleicht mal ein paar Fackeln gebrauchen. Da fackel ich nämlich nicht lange, dann gehe ich auch mal hoch. Beziehungsweise hol mal Glowstone. Ich habe hier benaltes Tigerholz-Glowstone, das brauche ich nicht. Das kann ich auch den Bernstein bemalen eigentlich. Weiß nicht, wie das dann aussieht. Bin mir da gar nicht sicher. Aber wir versuchen es einfach mal. So, nee, das so hier und das. Den Bernstein geht nicht, weil der wahrscheinlich ein bisschen glasig ist. Okay. Aber ich kann Glas bemalen. Dunkles Quarzglas. Naja. Gut, okay, das will ich eigentlich nicht. Wir können es aber auch anders machen. Deswegen gehen wir mal hier rein. Nehmen uns hier einen Stack Glowstone und einen Stack Netherquarz. Und hauen je beides einfach mal hier rein. Da war ich auch voll hier. So, dann macht er ein bisschen normales Glas. Das geht auch. So. Runter. Hier hinter. Hier lasse ich mal frei. Erstmal noch. Das wird später gemacht. So, hier wollte ich noch eine Reihe reinziehen. So, hier. Na. Und ich habe sowieso die Fackeln vergessen. Ich Doofkopf. Ich gehe nochmal hoch. Wupp. So, jetzt. Fackeln. Weil oben erstmal den Teil provisorisch mit Fackeln. Da fackel ich nicht lange. So, dann passt das. Okay. So. Und hier runter. Nicht so weit. Na komm, weiter. So und so. Und damit hätten wir das bis hierher vorgezogen. Hier werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich da einfach mal noch
das insofern erweitere, dass ich das einmal so, so mache und dann hier hinten wirklich auf der Ebene anfange hier, auch wenn das hier ein bisschen drin steckt. Kann ich den eigentlich auch chiseln? Bin mir gar nicht sicher, ich glaube nicht. Ja, ich kann den halt zu Bernsteinziegeln machen und zu normalen Bernsteinblöcken. Kann es aber auch wieder zurückchiseln, ja. Gut, das hat auch was, dann kann ich nämlich jetzt erstmal gucken, was sieht denn besser aus. Bin mir nicht sicher, ich glaube die Blöcke. Das heißt, das zurück, das zurück. Okay, dann dechiselisieren wir sie wieder und nehmen die normalen Bernsteinblöcke sozusagen als Weg. Und dazwischen kommt dann halt überall Glas. Und zwar glasiges Glas, welches voll glasig ist, ne? Hier den Teil muss ich dann noch gucken, dass ich den ein bisschen ausgeleuchtet kriege. Das kriegen wir aber hin. So. Und wenn ich sage halt, was weiß ich, dass ich da eins reinhaue, wo es überhaupt nicht hin soll, zum Beispiel. Oder hier halt wirklich mit Fackeln oder ähnlichem arbeite. Aber da kriegen wir schon noch was gebacken. Das kriegen wir hin. Bin ich zuversichtlich. So. Oder hier halt die Seiten statt dem Bernstein da wirklich Glas nehme. Das wäre auch eine Option. Ansonsten machen wir das halt so. Wir verglasen hier sozusagen den Dreierweg weiter. Ne. Okay. Ohne den da oben bitte. Okay. Und dann können wir auch den Baumeisterstab nehmen, das ein bisschen vorziehen. Dann hätten wir hier... Ich finde das eigentlich ganz, ganz lustig, dass du hier fast durchgucken kannst. Aber eben nicht ganz, ne? Nicht ganz. Nein! Das war doof. So, okay. Soweit, so gut. Haben wir alle? Ich denke schon. Ist eh fast alle. So, okay. Mehr geht hier jetzt gerade nicht. Könnte man fast sagen, ja, es ist ein Energiekraftfeld. Und wie gesagt, der Rest wird mit Glas gemacht und teilweise halt auch mit Glowstone und so weiter und so fort. Und das hier quasi als Wegeform. Und der Rest halt ausgeglast. Da brauchen wir aber jede Menge Glas. Das heißt, das bisschen, was ich da reingelegt habe, wird da nicht reichen. Wir gehen mal hier. Nöter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Beziehungsweise ich kann auch normales Glas nehmen, ich Doofkopf. Lalala. Sand. Habe ich nicht ganz so viel. Lassen wir mal. Das goldene Glas. Erleuchtetes Quarzglas. Kann ich auch eigentlich normales Glas erleuchten? Glas. Runiglas, Runic Dungeons. Normales Glas. Ziemlich klares Glas, genau. Geht das auch leuchtbar? Weiß ich nämlich nicht. Oder nur das Quarzglas. Weil wenn das auch leuchtbar, also leuchtbar, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich das auch zum Leuchten kriege, dann ist das vielleicht besser als das erleuchtete Quarzglas, weil das ist zwar explosionssicher, aber ich will ehrlich gesagt kein explosionssicheres Glas, ich will Glas. So, Glas. Ja, Glas haben wir auf jeden Fall ein bisschen was da. Bin mir nicht sicher, ob dieses jetzt dann auch funktioniert. Oh, ich wollte gerade sagen, schmiert mir das überhaupt? Nein, ist er nicht. Oh, ich habe genau die richtige Menge reingelegt. Bin ich nicht gut? So, dieses Glas hier rein. Nee. Dieses Glas nimmt er nicht. Das heißt, das müsste ich alles mal... Glas, Runiglas, ziemlich klares Glas, genau, und so, und dieses, und jenes, und selbiges, und das hier, und dort, und das hier auch noch. So, okay, soweit, so gut. Bemaltes Glowstone, erleuchtetes klares Glas, das kommt mal hier unten hin, das Ding kann eigentlich wieder da rein, so, da rein, so. Glas, nee, Red Glowstone wollte ich noch ein bisschen haben. 1, 2, machen wir mal 2 Stück. So, hauen hier nochmal einmal Glas rein, einmal so. Dann können wir unten auch schon, sagen wir mal, gucken, dass wir da hier und da immer ein bisschen ausleuchten. Beispiel halt hier hinten, da wo ich gesagt hatte, da brauchen wir definitiv ein bisschen Licht. Hier und da. Erleuchtet, erleuchtet, dass hier auf keinen Fall was bohren kann. Da ist das schon notwendig. So, hier auch. Das Ganze machen wir hier hinten auch noch. So. Soweit, so gut. Ansonsten auch die Seiten hier kann man sagen, ja, hier, guck mal, hier machst du mal Glas. Bin mir eigentlich fast schon am überlegen, den ganzen Sarg, das ganze Teil hier mit erleuchtetem Glas zu machen, weil dann halt auch der Bernstein ordentlich leuchtet. Ich glaube, ich mache das auch so. Komm, Glowstone haben wir genug, ansonsten holen wir uns welchen und gut ist es. So, okay. Genauso machen wir das. Beschlossene Sache. Meine Freunde, das ist beschlossene Sache. Hopp.
Deshalb brauchen wir aber auch noch deutlich mehr Glowstone. Okay, dann können wir mal hier hinten. Bernstein haben wir auch wieder welchen. Toll, freue ich mich. Ich will aber erstmal das Glas und das hier rein haben. Und gucken, was da hinten. Uranium ist noch drin. Ne? Ist okay. Komm, so, so. Normales Glas hole ich mir nochmal raus. Glas. Okay. Turbinenglas nicht. Glasscheiben nicht. Quarzglas nicht. Runiglas kann ich umbauen. Okay, Quarzglas nicht mehr. Reaktorglas brauche ich auch nicht. Okay. Alles andere haben wir. Hier hinten haben wir nochmal 17 Stück. Ja. 1, 2. Das braucht schon ein wenig Glowstone. Aber was will man machen? Gehört halt alles dazu. Machen wir gleich mal so hier. Schlurf. So, das ist immer noch mit dem Uranium beschäftigt. Dürfte aber gleich fertig sein. Insofern ist es gar nicht so schlecht. So, 29. 30. Vor allem, je mehr erleuchtetes Glas ich da unten verbaue, desto heller wird das da unten einfach. Und ich mag's hell. Ich mag's immer hell. Und zwar verdammt hell. Und deswegen, ja, ist hell mal schnell gemacht. So. Weißt du was, den Rest kann ich auch wieder hier hinhauen. Dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Nehmen den Zeug raus. Ja, das rein. Und sehen. Jawohl, klappt. So weit, so gut. Schnipp, 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 schnipp. Schnipp, 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 schnipp. Okay. Runter. Das ist wieder eins zu weit. Lalalala. Klar, wie gesagt, hier die Seiten, das wird nicht ganz so leuchten, aber das ist egal. Hey. Ja, ja, ich weiß, du leuchtest, ne? Ist aber egal. Wird jetzt gleich leuchtet es auch da hinten ein bisschen besser. So, erstmal so weit, wie wir sind, ne? Dabei fällt mir ein. Machen wir es wenigstens so. Okay. Und. Okay. Das war's schon. Wir werden hier auch irgendwann dazwischen Abschnitte machen, dass wir hier in die Mitte kommen und dieses und jenes. Dass das hier schön cool aussieht. Das soll jetzt keine, wie es bei ja, Mariandos halt ist, keine Räuberhöhle oder sowas oder keine, sagen wir mal, Bösewicht oder Superschurkenversteck sein. Nein, bei mir soll es halt schön erleuchtet sein. Wobei es bei ihm auch sehr cool aussieht, das darf man ihm nicht absprechen, das hat er sehr gut gemacht. Ja, kann man nicht sagen. Anders. Wer es nicht gesehen hat, ich muss wirklich echt mal langsam mal mitten aufnehmen, damit wir da mal was zusammenbekommen. Wird sicher auch bald. Bestimmt. Ich vertraue mir da. So. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier stattdessen die Dinger holen. Weißt du was? Der Ferius kann erstmal rein. Das schleppe ich nur noch mit mir rum. Das raus, das raus, das raus. Dies raus. Wie sieht's der Reaktor? Der Reaktor ist an und aus und überhaupt. Das ist gut. Was haben wir hier? Enderperlen-Dust, Uranium-Dust. Jede Menge Jellurium wieder. Das ist auch gut. Und hier erleuchtetes Glas. Sehr schön. Und es wird mehr. Tendenz sozusagen steigend. Okay. Den nächsten Weg würde ich gerne hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 hier entlang sozusagen ziehen. Wie gesagt, wird ja alles dann verglast, insofern passt das. Und dann hier natürlich. Lal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 a. Okay. Mhm. Na komm. Ich baue das jetzt übrigens frei Schnauze, ne? Ich messe jetzt nicht ab und so weiter und so fort. Wenn es hinterher scheiße aussieht, können wir es immer noch mal wieder abreißen. Da ist ja dann, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. So. Okay. Dann mache ich hier gleich mal eine, damit hier keine Dummheiten passieren. So. Nein, das waren zwei, glaube ich, zu viel davon. Die machen wir wieder weg. Nämlich hier. 1, 2, 3. Denn schließlich will ich ja hier wieder ein bisschen nach vorn. So. Okay, weiter kommen wir gerade. Doch, kommen wir. 1, 2. Könnt ihr natürlich auch mir das ein bisschen einfacher machen. So hier. Na komm. Gut. Dankeschön.
Weiter. Alter, D-Zug ist kein Düsenflieger. Keine Müdigkeit vor Schützen. Hopp. Dann können wir auch gleich hier, wenn wir schon mal dabei sind, abschließen. Machen natürlich hier hinten das auch weiter, soweit wie wir kommen. Der anderen Seite ebenso. Ja, komm, weiter. Put. Wir haben ja noch genug Zeit und genug zu tun. Man sieht da schon einen gewissen Unterschied. Guck mal, wie schön das hier leuchtet und da hinten ist fast durchsichtig. Ich finde das gut so. Ich finde das okay so. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ihr könnt es mir ja in die Comments schreiben, aber das sieht ja nicht so schlecht aus. Sieht jetzt nicht perfekt aus. Das gebe ich ja offen zu. Aber ich habe ja auch nie gesagt, dass ich perfekt bin. In Sachen Bauen bin ich ja sowieso nie so wirklich der gewesen, der mega cooler Bauer ist. Also ich sag mal so, architektonisch, das ist nicht wirklich meine Stärke. Da gibt es ein paar andere, die können das besser. Ich hingegen, meine Stärke ist eher die Technik. Ich bin halt eher der Ingenieur als der Architekt. Und dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Mist. Außer natürlich, das Zeugs zu legen. Ansonsten könnten wir hier in die Richtung weitermachen. Ja, das könnten wir machen. Dann machen wir das mal noch schnell. Brauche ich ja nicht. Dafür haben wir ja das hier. Dip. Nein, nicht das wieder. So, aber was soll's. Rupfen wir halt wieder die oberste Ebene weg. Wieder relativ schnell. So weit, so gut. Das hätten wir schon mal. Dann hier hinten würde ich auch gerne das hier nochmal durchlegen. So. Und zwar hier. Und dann dahinter nochmal. Ich weiß es nicht. Ich könnte natürlich jetzt genau rangehen, aber das will ich auch nicht. Ich will mach hier, komm. Arsch geleckt. Oder aber ich mache das halt hier so. Wo war ich denn da angefangen? Mit der Dreierreihe. Okay, dann machen wir das auch genauso hier. Dann umranden wir das Ding quasi sozusagen mit der Dreierreihe. Hier vorne wollte ich freilassen, das habe ich nicht vergessen. Deswegen 1, 2, 3. Und dann hier weiter. Hoch. Und zumachen. Sehr schön. Das Ganze machen wir dann hier auf der Ebene sozusagen nochmal. Mache ich das hier? Ja, komm, scheiß drauf. So. 1. Nee, das kann ich ja eigentlich. Das wäre ja Blödsinn. Das machen wir hier. Hier kommt. Hier machen wir das. So gut so. Dann können wir da auch eventuell mal an den Mining Drill ran, sozusagen. Dass wir uns da noch einen Wartungsweg hin machen. Das ist okay. Aber sonst ist das ja gar nicht notwendig. Huch und hauch. Na hallo. So. Okay, 1 und 2. Und hier hinten nochmal. So. Dann hätten wir das so halbwegs. Vielleicht halbwegs. 1, 2, 3. So, hier lang. Ob das jetzt gut aussieht oder schlecht, ist mir ehrlich gesagt, wie gesagt, ja, egal ist es mir natürlich nicht, aber ich bin nicht so der Bauer, ich gebe es ja offen zu. Also sollte irgendwas scheiße sein oder euch nicht gefallen, sagt Bescheid. Umbauen lässt sich immer. Da bin ich gar nicht so. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber ich finde das eigentlich eine coole Ebene. Ich finde das cool hier, so das einfach so verstricken zu können und so verwursteln zu können. Und zu sagen, ja, hier oben haben wir einen Platz nach unten zum Gucken. Unten können wir dann jede Menge anderes Zeugs bauen, was da unten einfach mal cool aussieht. Ja, wie gesagt, und können von oben sozusagen reinschauen. In der Mitte machen wir nochmal ein großes Teleporterfeld oder sowas. Und dann passt das. So, weiter geht's nicht, ne? Ne, weiter haben wir nicht. Wir haben sie alle aufgebraucht. Na sowas. Ansonsten F7. Geh mal ganz kurz hier durch. Denn ich habe nicht so viele Fackeln mit, denke ich. Oder noch bei weitem nicht so viel Glowstone, wie ich gebrauchen könnte. Deswegen leuchte ich das mal mehr oder minder manuell aus. Bis wir den Enlighted Glowstone in ausreichender Menge zur Verfügung haben, um hier auch vernünftig voranzukommen. So. Okay. Lalalala. Einmal nach oben. So.
Bernstein, hier sind tatsächlich noch Blöcke, sehe ich gerade. Das heißt, wir können sogar noch weiterbauen. Bernstein, war jede Menge. So, die können wir noch alle machen. Glowstone, also erleuchtetes Glas nehmen wir natürlich auch mit. Und dann kriegen wir unten noch ein bisschen was zusammen. Ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.